Moin Moin und willkommen zurück zu Stellaris. Der Feind hat sich hinterhältig an unseren Linien vorbeigeschlichen und hinterhältig ist nun mal hier mein Metier. Wir sind in unserem schönen System Short, wo der sich tatsächlich dazu erdreistet hat, eine Blockade über den Planeten Karkana zu legen. Und das ist inakzeptabel. Deshalb ist aber auch schon unsere First Murder Fleet analyzed im Anflug. Und wir sind derweil noch dabei, Debris zu analysieren. Sehr schön. So, noch einmal Debris und dann können wir hier anfangen, auch mal das System zu erforschen. Wir bauen auch schon gerade ein Kolonieschiff, mit dem es in die Richtung gehen soll. Aber als allererstes müssen wir uns jetzt mal um diese, den Typen, der hier glaubt, ein bisschen Morgenluft zu haben, kümmern. Und ich bin ganz zuversichtlich, trotzdem, dass er uns doch deutlich überlegen ist. Militär. Gute Kontrolle über seine Flotte ausüben zu können, weil wir eben unsere Verteidigungsflotte mit drin haben, also unsere Verteidigungsschiffe. Jetzt müssen wir nur gucken, dass der uns nicht angreift, bevor wir kampfbereit sind. Hostile Fleet engaged. Okay, auffächern und ich befürchte, wir werden ein, zwei Schiffe trotzdem allen verlieren. Aber wenn wir jetzt gleich erstmal in guter Formation sind, können wir auf jeden Fall Teil des reinkommenden Schadens ganz knapp fangen. Ich hoffe mal, hier wird aber ordentlich geschossen, ich hoffe mal, dass das zusammen mit den Schilden dazu führt, dass wir hier relativ schnell eine Dominanz herstellen können. Ja, na, knallt jetzt bei ihm auch gleich mal was auseinander. Also viele Schiffe haben Schaden bei ihm, mit Streuen relativ gut. Aber im Moment bin ich derjenige, der Schiffe verliert. Ob ich mich da mal nicht vertan habe. Bei einer 2. Ja. Also auf jeden Fall werden fleißig Raketen abgeschossen, aber ich glaube, ich brauche tatsächlich mehr Defender-Gaffen noch. Um hier ein bisschen klar zu kommen. So. Sieht's aus? 226 zu 291. 240, okay. Es wird langsam. Wir haben jetzt gleich genauso viele Schiffe. Jetzt nicht mehr. Nicht mehr. Oh, 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 oh. Wir werden ganz schön ausgedünnt. Ne, er wird ausgedünnt. Ah, ich guck die ganze Zeit auf die falsche Karte. Ich glaube, wir haben ihn unter Kontrolle. Naja, Rivalität. Rivalität. Immer nur Rivalität. So. Während die hier kämpfen, können wir mal das Forschungsschiff losschicken. Forschungsschiff. Hallo? Situation Log updated. System erkunden. Dankeschön. So. Wie sieht's aus? Haben wir sie erlegt oder haben sie sich zurückgezogen? Die haben sich zurückgezogen, die Schweinepriester. Okay, jetzt müssen wir nur aufpassen, dass wir nicht zu weit vorstoßen. So, hier ist jemand arbeitslos. Wie wäre es denn für dich mit Arbeiten im Forschungslabor? Was hältst du davon? Wäre das gut? Wäre das gut? So, Freunde, was haben wir hier? Hier haben wir Schiffe, Flotte. Ja, herzlichen Glückwunsch. Dann können wir doch hier ein bisschen was kaputt machen. So, wir müssen jetzt natürlich gucken, während unser Schiff hier unterwegs ist. Seine Flotte ist jetzt erstmal auf dem Rückzug. Wir können die Zeit nutzen. Wir haben zum Glück immer noch zwei Defender-Klassen. Damit sollten wir seine Station ganz gut unter Kontrolle bringen können. Also da mache ich mir recht wenig Sorgen. Wir haben aber jetzt unseren Bauslot noch ein bisschen blockiert mit Hostile Fleet engaged. Und wir müssen ein bisschen was nachproduzieren. Wir haben nämlich auch ganz gut Schiffe verloren bei der Aktion. Genau genommen nämlich, glaube ich, 5 Stück, wenn mich nicht alles täuscht. Das hätte schöner laufen können, aber es hätte halt auch deutlich schlimmer laufen können. Von daher ist es okay, wir wollen ja kriegerisch spielen. Also ich habe mich ja mit der Rasse darauf eingestellt. Und von daher ist das eine gute Ausrichtung. Ja, wir haben immer noch bisher nur 7% Kriegsfortschritt. Wir haben die Flotte einfach noch nicht zu greifen bekommen. Und was ich jetzt halt tue, ist seinem Imperium im Prinzip durch diese Angriffe Ressourcen entziehen. Weil er hat jetzt nur noch 3 Planeten unter seiner Kontrolle. Wir können da hinten mal uns drauf vorbereiten, die Typen hier zu invasieren. Also ich würde das jetzt frei bomben und dann probieren wir mal eine planetare Invasion. Mal gucken, ob das funktioniert. Situation Log updated.
Kaputt! Kaputt, kaputt. So, Wurmloch-Generator wird direkt mit kaputt gemacht. Oder das ist doch so ein Wurmloch-Generator-Ding, glaube ich. Mit dem sie sich fortbewegen. So, dann machen wir das hier noch kaputt, nämlich. Und dann sind wir, glaube ich, auch schon ganz gut vorwärts gekommen im Krieg. So, Armeerekrutierungen sind abgeschlossen. Genau, das war ja hier drüben, damit wir die ein bisschen unterdrücken, die Typen, weil es gibt bei uns mittlerweile ja so eine Fraktion von Vollkaputten. Oh, das ist echt teuer, den jedes Mal zu bestechen, ne? Hostile Fleet engaged. Das ist. Die sind schwierig drauf. Die sind echt schwierig drauf. Ja, ja, ihr kriegt das alles hin. Ich habe da vollstes Vertrauen in euch. Macht das mal bitte ohne mich. Wir müssen halt irgendwie gucken, dass wir die Typen hier. Weiß ich nicht. Hinbekommen, dass die funktionieren. So, Zufriedenheit 9,5%. Ja, ja, ihr seid im Streik. Das verstehe ich. Können wir da irgendwas gegen tun? Unsere aktuelle Haltung bezüglich Säuberungen behindert uns. Hindert uns an der Versklavung dieses Bewohners. Und. Die Ethikabweichung ist gar nicht so niedrig. Wie kriegen wir die jetzt in den Griff, dass sie sich bei uns eingliedern? Construction complete. Läuft in 25 Tagen ab. Ich warte einfach mal ein bisschen ab, ob sich das vielleicht von alleine löst und die einfach irgendwann nett werden. Was ist hier schon wieder los? Du willst jetzt mit dem Konstruktionsschiff da hinten durchfliegen, oder? Ja, mach mal. Mach mal. So, wir machen dir derweil nämlich alles kaputt. So, unser Kolonieschiff ist fertig. Das heißt, wir werden jetzt mal hier uns angucken. Da sieht es doch ganz gut aus. Natürlich nicht gerade die beste Tageszeit. Minus 5% Zufriedenheit, Bewohner können wir bla bla bla. Aber Ingenieursforschung geht ordentlich nach vorne. Das ist okay. Hostile Fleet engaged. Planet kolonisieren. 1 und 2, 1 und 2. Hier, glaube ich. Ja. So. Der Eierträger. Das ist sehr vogelmäßig, die Namen. Also. Wo ist denn sein blödes Bauschiff unterwegs? Der baut da hoffentlich nicht. Baust du da jetzt was in meinen? Construction complete. Nee. Doch, der baut da jetzt einen Sprungpunkt rein, ne? Freunde, so haben wir uns das nicht vorgestellt. Attacke. So. System Survey complete. Gut, das System ist erforscht. Oh, guck mal, und wir haben Bitarian. Wir haben hier hinten Betarian. Da können wir doch direkt ein Konstruktionsschiff dann vorbeischicken. Situation Log updated. Sehr gut. Was ist jetzt los? Erkundung nach bewohnbaren Welten oder was? Trümmer, Trümmer, Trümmer. Alles nur Trümmer. Okay, die Storyline können wir gleich machen. Jetzt kommt noch der spannende Part, dass wir nämlich die Typen hier ja jetzt quasi ins Steinzeitalter zurückbombardieren wollen und sie dann auch invasieren. So. Alle entsenden. Wow, 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 wow. Daraus ergibt sich eine Transportflotte. So, die schicken wir jetzt hierher. Konstruktionsschiff ist unterwegs. Jetzt gucken wir mal, wir haben hier noch die zurückgelassenen Maschinen. Ein Forschungsschiff im Orbit von Kaleano. Irgendwas. Kaleano. Irgendwas. Gehe zu. Hier ist auch alles nett und friedlich. Ja, alles gut. Okay. Ja, dann schicken wir doch unser Forschungsschiff hier hin, oder? Projekt erforschen. So. Dann haben wir auch mal ein bisschen Fortschritt auf der Timeline. Unser Kolonieschiff ist. Wo ist es denn? Ach, sogar schon im Warp unterwegs. Ich glaube, bei euch hackt's auch, ne? Weg damit. Los. Gar nicht erst zulassen, dass sowas anfängt hier. Ist da eine Defender mit dabei? Ja. Dann sollte da eigentlich auch nichts passieren. Hostile Fleet engaged. Falls das Ding überhaupt schießen kann. Ich weiß das gar nicht, ob das Ding hier Kapazität hat zu kämpfen. Gut. Also, 36%. Das sieht relativ gut aus für uns. Hier läuft die Bombardierung. Das heißt, die Verteidigung wird schwächer. Wie viele stehende Armeen haben die?
Eine Angriffsarmee, das wird nicht gut für euch ausgehen, würde ich sagen. Denn unsere Transportflotte ist bereits auf dem Weg und wird euch, glaube ich, ganz schnell den Arsch versohlen. Separatistenaufstand. Kann ich die irgendwie alle erschießen? Kann ich einfach sagen, wisst ihr was? Lasst mich in Ruhe und sterbt irgendwo, elendlich. So, der sagt mir ja, ich darf das nicht. Unsere aktuelle Haltung bezüglich Säuberung hindert uns an der Säuberung dieses Bewohners. Das kann man ja ändern, ne? Verdammt! Ich darf das nicht. Wegen meiner blöden... Weil ich nicht... Bin ich xenophob? Wäre ich bloß xenophob gewesen? Okay, die Armeen scheinen auch nicht wirklich gegen zu helfen, ne? Ich kann da nicht viel gegen tun. Die machen jetzt den Planeten kaputt. Kürzlich erobert, minus 25%. Kriegszustand, minus 10%. Ach, das mögen die auch nicht. Orbitalbombardierung, minus 5. Herrschaft, nur Primärspezies, minus 5. Erstkontakt, aggressiv, minus 2. Ja, ich glaube, das... es wird sich hoffentlich irgendwann legen. Ich hoffe, dass es nicht in einen offenen Aufstand übergeht, aber... Ja. Herzlichen Glückwunsch, inaktives Gebäude. Dann ist das halt so. Verhungert doch auf eurem blöden Scheißplaneten. So. Und unsere Besiedlung hat begonnen. Und unsere Bombardierung läuft auch. Und jetzt holen wir uns mal per Zeitraffer die Kolonisationstruppen ran. Und ich würde sagen, wir warten jetzt noch kurz. Aber es sieht ja gut aus, dass hier alles weggebombt ist. Bodenarmeen, was heißt das? Zur Bombardierung der Planetenbefestigung vor der Truppenlandung eine Flotte entsenden. Achso, ich sollte noch nicht, weil die Befestigungen noch zu stark sind. Okay, da können wir aber warten. Das sollte sich gleich erledigt haben. Bada. Special Project complete. So, was ist hier jetzt passiert? Als der Plan vom Wissenschaftler endlich verwirklicht war, gehen die Richtung Lichter an. Werden aktiviert und gehen sofort ihre Aufgaben nach. Besatzung beobachtet. Sie ist schockiert. Maschinen schwärmen auf der ganzen Welt aus und beginnen, das Gift zu beseitigen. Man könnte vermuten, dass die Vorgänger so zusehen ihren Konflikt verwickelt waren, um sich selbst zu retten. So, untergegangene Robotergesellschaft. Okay, ist jetzt ein kontinentaler Planet statt ein giftiger. Na gut, ist für uns jetzt nicht so richtig interessant. Gut, wir können hier mal das System fertig erkunden. Feindflotte in der Nähe. Ich hatte darauf gehofft, dass ihr das tut. First Murderer, Second Murderer. Ihr könnt schon mal hierher kommen. Hallo? Achso, ihr seid noch am Kämpfen, oder? Wie lange dauert das dann noch mit der Station? Das ist ja gleich erledigt. Gut. So, wir sind punktetechnisch relativ unterlegen. Da ziehen wir mal ein Stück weit zurück, dass die nicht in den Kampf eingezogen werden. Ich möchte nicht meine Invasionstruppen verlieren. So, dann sorgen wir mal noch dafür, dass wir noch ein paar neue Schiffe direkt bekommen. So, das sollte hoffentlich ausreichen, weil wir werden wohl wieder ein bisschen was verlieren bei der Aktion. Das ist aber nicht so schlimm, denn wir hassen halt alle anderen. Da ist das okay, dass man mal ein bisschen was verliert. So. Angriff. Information, Männer. Hostile Fleet engaged. Ah, ich bin halt auch schon so angeschlagen, ne? Ist nicht gut. Sind die nur unterwegs, diese Second Murderer? Ah, die kommen schon. Sehr schön. Die Second Murderer. Ah, das lief schon mal besser für mich.
andere Flotte. Eieieiei, ich glaube, jetzt werde ich ganz schön dezimiert. Hostile fleet engaged. Ja, ich fürchte. Situation updated. Ja, ist halt. Aber noch ist es hier nicht vorbei. Na gut, wir ziehen die Invasionsflotte zurück. Sieht nicht so aus, als ob wir den Kampf hier noch komplett gewinnen können. Wir werden wiederkommen und unsere Rache wird fürchterlich sein. So. System Survey complete. Also, man muss auch mal verlieren können. Das ist jetzt gerade passiert. Ich bin damit nicht einverstanden, aber es ist jetzt halt so. So, ist das in unserem Einflussbereich? Nein, noch nicht. Gut, aber unsere Kolonisierung da unten ist fast abgeschlossen. Wir haben hier auf jeden Fall Territorium dazu gewonnen und es ist nur eine Frage der Zeit, dass wir uns nochmal sammeln und erneut angreifen werden. Wir haben schon eine Invasionsflotte parat. Wir rekrutieren gerade fröhlich eine neue Flotte zusammen und ich muss mal gucken, ob es da irgendwie auch schon wieder was Neues zu basteln gibt eigentlich mittlerweile für uns. Also wir könnten natürlich auch einfach sagen, wir bauen uns die Dinger so um, dass eigentlich jede Shriek-Klasse selbstständig sich verteidigen kann. Ne? Was bringt uns denn Nanokompositpanzerung? Panzerung 1 statt... Achso, das ist ein Prozentpunkt, oder was? Ach Gottchen. Nö. Finde ich gut. Aber wir haben neue Reaktoren. Als stärkere. Ja, hilft jetzt nicht ganz so viel, aber wir brauchen halt noch zwei davon. Dann sind wir plus minus null von der Energiebilanz. Hier irgendwas? Nee, was ist hier los? Mal gucken. Okay, speichern wir das mal. Jawohl. So, Feindflotten sind in der Nähe. Hoppla. Wir haben jetzt angegriffen. Ich befürchte es. Ich befürchte, wir werden jetzt angegriffen und wir haben gerade nicht so viel, was wir da entgegensetzen können. Wo bist du mit deinem Schiff? Du bist hier. Ah, du bist mit Bauen auch fertig, ne? Okay. Das ist jetzt natürlich blöd, insgesamt so ein bisschen, weil uns fehlen... die Schiffe, um da jetzt viel gegen tun zu können. Wir haben halt eine Shriek und zwei Defender. Ah, das wird nicht reichen, um uns gegen sieben Schiffe durchzusetzen, auch wenn die wahrscheinlich ganz schön angebumst sind. Sind sie, aber es sind halt trotzdem sieben. Was bauen wir denn gerade? Wird noch eine Defender. 9 Tage. Okay. So. Das wird jetzt eine neue Flotte. Die First Revenge Fleet. So, und jetzt ist halt die Überlegung, können wir nicht einfach sagen... Gucken, dass wir uns hier... Das scheint ja heiß umkämpft zu sein, das System. Ah, das ist halt risikoreich, ne? Risikoreich. Dass wir hier eine Militärstation bauen. So. Die Militärstation. Die braucht mal. Ein so ein Reaktording, genau. Gibt's auch nicht viel Neues, ne? Ach, wir können auch einen Laser draufbauen. Zusätzlich. Raketen. Einfach ein bisschen Varianz reinbringen. Zack, zack. So, dann bauen wir hier hoffentlich gleich eine. Eine Verteidigungsstation und ich hoffe mal, dass wir jetzt, ich werde gleich, wenn die nächste Defender fertig ist, die First Revenge Fleet in den Kampf schicken
Colony established. Mal gucken, ob ich das jetzt in den Griff bekommen kann, noch ohne dass ich mir von denen direkt ins Gesicht schlagen lassen muss. Wird auf jeden Fall recht spannend und wir gucken mal, wie sich das so insgesamt entwickelt. Aber für hier und jetzt in dieser Folge ist erstmal genug und wir versuchen die Bombardierung von Kakana abzuwenden. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen. Mein Name ist Robert und tschüss.